Shenzhen ist die einzige Großstadt in der Welt, in der sämtliche Busse und Taxis nur auf Elektrobasis fahren. Und diese Autos, die werden auch hier hergestellt. Ich werde die Gelegenheit jetzt nutzen und mit einem solchen Auto hier auf der stark befahrenen Hauptstraße einen Versuchstrip machen. Wohl vor 40 Jahren eigentlich hier ein Fischerort gewesen ist. All those markets have enabled the teams to very quickly work on their new designs and prototypes. Here, they go downstairs. 5 minutes, they're actually making real innovative products here. Also ich glaube, am beeindruckendsten ist, wie viele junge Menschen aus der ganzen Welt zum Beispiel hier versuchen, Dinge neu zu entwickeln. Dass für sie Grenzen überhaupt gar nicht mehr existieren. Dass man hier nicht nur über Grenzen zusammenarbeitet, sondern eigentlich die ganze Welt mitdenkt. Und das ist schon beeindruckend, das sage ich ganz ausdrücklich auch als Deutscher. Wir haben gestern ja schon auch an einem anderen Ort gesehen, dass es jetzt darum geht, das quantitative Wachstum in dieser Wirtschaftsregion in ein qualitatives Wachstum zu überführen. Es geht also nicht schlechtweg um die Masse an Produktion, sondern es geht um die Qualität der Produkte. Die Gebäude hier in der Region überhaupt. Und da drüben, da gibt es ein deutsches Restaurant mit original deutschem Bier. Welcome, welcome to Shenzhen. Enjoy your night. Yeah. Thank you very much. Prost. Thank you. Prost. 7 years ago, on my first trip with this delegation, I stayed 10 days in China, 3 different towns. If I go back to Germany, I told China is a really big, different country. Politischen Beschluss offensichtlich des Politbüros der Kommunistischen Partei und dann ist angefangen worden, hier ein Industriegebiet aus einem ländlichen Bereich praktisch heraus zu entwickeln. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn ich hier in 5 oder 10 Jahren wiederkomme, wie viel sich dann schon wieder verändert hat. Eine Entwicklung, eine Rasanz, ein Tempo, eine Dimension, wie wir sie uns kaum vorstellen können, wenn wir sie nicht einmal gesehen haben. Na, erstmal glaube ich sicherlich, dass eine Entwicklung, wie wir sie hier in Shenzhen haben, ohne die Öffnung gar nicht möglich gewesen wäre. Es zeigt aber insbesondere auch die chinesische Wirtschaftspolitik, dass dann, wenn Staat vernünftig eingreift und lenkt, man ganz andere Ergebnisse erzielen kann,